Langstreckenläuferin Silvia Weißsteiner hat den größten Erfolg ihrer Karriere bei der Hallen-EM in Birmingham gefeiert, wo sie vor 6 Jahren Bronze über 3000 Meter gewann. Bei der WM 2009 in Berlin wurde die bald 34-jährige Gaststeigerin hingegen als beste Nicht-Afrikanerin siebte über 5000 Meter. In Berlin ist die zierliche Wipptalerin auch ihre schnellste 5000 Meter Zeit gelaufen, nämlich 15 Minuten 2 Sekunden und 65 Hundertstel. Das war im Jahr 2007. Außerdem nahm Weißsteiner an den Olympischen Spielen 2008 in Peking bzw. 2012 in London teil. Christian Obrist ist ein 1500 Meter Spezialist und somit Mittelstreckenläufer. Er kann auf 3 siebte Plätze bei Europameisterschaften 2002 in München, 2006 in Göteborg und 2010 in Barcelona verweisen. Sein vielleicht größter Erfolg war das Erreichen des Finals bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking, wo er als 12. ins Ziel kam.